Liebe Gemeinde, willkommen zum nächsten Spiel. Es spielen die LA Tacticians, die wir bisher gerade in ihren Replay verfolgt haben. Gerade nicht Schmelling. Gegen die virulenten Schattenkrieger. Das ist jetzt das. Wie viele Menschen folgen, dass die LA Tacticians jetzt am Spielen sind? Das dritte Match. Folge, das von den Tacticians geführt wird. Genau. Die sind also damit schon sehr, sehr weit dabei, ihre Spiele durchzukriegen. So, aber gerade ist in Ordnung, Schmelling. Gut, wir haben im Süden, in Rot, Mike Astro, in Dunkelblau. Abermals Zogmanu in. Wie nennen wir dieses Blau? In Mitte. Sagen wir einfach Mitternachtsblau. Oder in Mittelblau. Haben wir. Germanus Virus und in Grün The Shadow. Genau. Auf die Art und Weise, dass die People ihren Farben immer wieder verwirren können. Wann immer sie wollen. So, warten bis alle gejoint. Alle sind gejoint. Dann warten sie auf, dass die Leute das Go geben. So. Das Kommentar dann für unser Match. Carter geht's gut. Carter liegt da hinten und pennt. Er kommt nie ins Bild geflogen. Er macht das wie so Naturgewalt. Ihr seht niemals, wie genau er es macht. Ihr seht einfach nur, dass irgendwelche Sachen geschehen. Wie zum Beispiel ein verschwindendes Headset. Da sieht man den Kater nicht. Man weiß, man merkt einfach, was er getan hat. Okay. Das Nord-Team wäre ready. Die virulenten Schattenkrieger. So, wir nehmen das gerade übrigens direkt nach dem vorherigen Match auf. Wo wir das Replay gesehen haben. Und wir wissen, Zogmanu und Mike Astro waren da im Chat drin und haben vielleicht ein paar Sachen über sich beobachtet, die sie vielleicht nicht umsetzen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich ihr Ausbau weiter bearbeitet. Bisher machen die immer sehr gute Fortschritte bei allen ihren Fähigkeiten. Und deswegen, ich habe immer Spaß dabei, dieses Team zu sehen. An seinen Spielen. Allerdings sind die virulenten Schattenkrieger auch kometenhaft aufgestiegen im Verlauf des letzten Weihnachtsturniers und spielen dementsprechend aktuell auch sehr, sehr hart. Aktuell. Bin also sehr gespannt zu sehen. Das sind so zwei Teams, bei denen ich immer sehr viel Spaß habe, denen beim Spielen zuzuschauen. Und es geht los. Es wird pausiert. Was ist nun? Und es geht weiter los. Sehr gut. Dann schauen wir mal gleich, wie es direkt losgeht. Hier kommen direkt in absoluter Synchronität die Leibeigenen raus. Und machen sich dann direkt gleich an die Arbeit. Eiersuche. Erstmal die Mauer prüfen. Ist auf den Mauern irgendein Ei? Nein. So. Manu belegt direkt seine Lehmgruben, Mike Astro belegt da seine Lehmgruben. Da hinten belegt Germanus Virus seine Lehmgruben und Shadow auch seine. Hochschulen werden direkt hier hingepflanzt und aufgebaut. Zwei Stück an der Zahl, auch hier zwei Stück. Jetzt bin ich gespannt, ob der Aufbau hier auch wieder mit dem 840er Zahltag gemacht wird und ob Mike einen besseren Zahltag hinkriegt. Könnte interessant werden. Die Bildung ist hier direkt in Auftrag gegeben. Man hat bisher 13 Eier gefunden. Schauen wir einfach mal, ob wir unterwegs welche finden. Wir werden jetzt nicht explizit suchen, weil ich auf den Aufbau der Leute achten möchte.
Die Lab eigentlich ist ein bisschen weit gelaufen, um hier Steine zu hacken oder Steine zu bauen. Eisengrube steht. Leibeigene sind hier ein bisschen sehr weit gelatscht. Das könnte ein bisschen Zahltag knapper machen. Weil die Leibeigene gerade ein bisschen untätig sind. Mike Astro baut seine Golderzgrube hier bereits. Und Golderzgrube, Schwefelgrube, eine Steingrube steht hier hinten. Steingrube steht, die Steingrube ist gebaut, der Steinbruch ist noch frei. Gleich auf dieser Seite, das heißt wahrscheinlich 740er Zahltag. Nein! 840 hier. Und 840 hier. Bildung ist bei beiden durch oder wird gerade geforscht. Dorfzentrum von The Shadow wird gebaut. Okay. Da baut sich Manu seine Sachen auf. Steingrube steht hier hinten. Zahltag ist eigentlich knapp, das wird diesmal nichts werden. Und die Bildung wurde zu spät angefangen. Da ist etwas dazwischen gekommen, glaube ich. Ich glaube, da ist etwas dazwischen gekommen. Allerdings, Mike Astro schafft den 740er Zahltag. ...840 im Norden dieses Mal. 840 sind geschafft. Konstruktion wurde nicht angeforscht in der Zeit. Wegen der zusätzlichen Mine. Aber die Dorfzentren stehen rechtzeitig. Yuki und Eric wurden im Norden gewählt, schreibt Schmeling gerade. Yuki hat tatsächlich überlegt, auch tatsächlich, dass sie sich hier nützlich machen könnte. Genauso wie theoretisch Dario und Kerberos es könnten, um hier Leute zu vertreiben. Aber ja, ich glaube, bei Manu ist irgendwas dazwischen gerannt. Genau, Ari und Vark sind im Süden bei Manu, das sind wir bereits gewohnt. Ich bin gespannt zu sehen, welche Helden Mike dieses Mal wieder wählt. Aber das ist bitter, dass hier der Zahltag so dazwischen gelaufen ist. Ach ja, genau. Die Mauern sind rot. Weil vorher in der Lobby einfach alle Farben auf Rot gesetzt wurden. Deswegen sind die Mauern hier gerade in Rot. Aber die gehören nicht Mike Astro. Ah, da hinten haben wir wieder Dario und Eric. Gleiche Kombination wie beim vorherigen Spiel. In Bezug auf das Südteam. Im Norden haben wir Yuki und Eric hier. Und von der Stelle noch keine Wahl, wie es aussieht. Manu baut sich hier jetzt unterdessen sein nächstes Dorfzentrum auf. Er wurde halt zurückgehalten durch den Umstand, dass das nicht ganz geklappt hat. Hier hinten baut sich unterdessen Germanus Virus seine Kapelle auf und The Shadow hier direkt neben dem Osterhall baut sich eine Kapelle. So, ich muss nebenbei wieder was prüfen. Gedrehte Kapelle für die Flexpunkte. Da baut sich Manu erstmal direkt seine Sägemühle hin. Konstruktion ist inzwischen erforscht, ebenso wie die Bildung. 840er Zahltag ist jetzt aktuell drin. Okay, Shadow hat Eric als ersten Helden gewählt. Zweiten Helden sehe ich hier noch nirgends. Da ist ein Osterei direkt vorne. Hier sind zwei direkt nebeneinander. Drei. Da ist noch einer neben der Lehmgrube. Gut, gut. Auch Mike Astro hat eine gedrehte Kapelle für den puren Flex.
Genau, Zork hat seine Kapelle jetzt so aufgestellt, dass sie nicht mehr direkt von der anderen Seite beschossen werden kann. Mit einer Kanone. Die Kanone könnte vielleicht treffen noch. Gerade so. Belagerungskanonen sind so auf diese Art und Weise. Aber hier bin ich definitiv sehr gespannt zu sehen. Gut, hier oben baut sich Germanus Virus seine Ziegelhütten um das Dorfzentrum drumherum. The Shadow baut sich unterdessen eine Sägemühle direkt davor. Er hat aktuell einen 1140er Zahltag. Mike Astro ist inzwischen beim 1000er Zahltag angekommen und versorgt direkt hier seine Lehmgrube mit einer Hütte. Ist die Kapelle diesmal... Ja, die Kapelle hat dieses Mal nicht den Fehler, dass sie von irgendwelchen Bergleuten dicht gemacht wird, nehme ich an. Genau. Ja. Und das hat Vorteile. Natürlich sind sie in Osterstimmung hier. Die farmen Ostereier. So, noch wurde das Verfallen der verfallene Siedlungsplatz nicht ausgetauscht oder ausgewählt. Für wen der geht. Die Alchemie wird hier erforscht. Da ist noch ein Ei. Oh, die Steinbrüche wurden vergessen, die zweiten. Interessant. Bauernhöfe werden hier wieder gebaut. Nun gut, allerdings hat tatsächlich der Shadow seinen zweiten Steinbruch auch noch nicht belegt. Er konzentriert stattdessen darauf, mehr Ziegelhütten neben die Nähe der Lehmgrube zu setzen. Und die Forschung zusammenzukriegen. Er beginnt jetzt schon den Ausbau zur Festung. Und kann jetzt auch schon seine Unis bauen. Zumindest die erste Uni. Ziegelhütten werden hier inzwischen wieder von Manu um die Burg drumherum platziert. Jetzt besiegt Manu seinen zweiten Steinbruch. Das Spiel scheint ein bisschen langsamer stattzufinden. Wehrpflicht wird hier geforscht. Uni steht. Zweite Uni wird auch gerade ausgebaut. Kann sein, dass wir vielleicht hier ein paar Blundern auf der Karte sehen. Mike Astro versorgt und setzen all seine Leute hier. Ein paar Blunder, Schmeling. Ein paar Fehlgriffe. Übersichten. Vermeidbare Fehler. Yuki bufft inzwischen die Gelehrten, damit die einfach schön, brav weiterarbeiten. Gut, die Gelehrten haben ja nicht zu arbeiten, aber die Ziegelbrenner freuen sich bestimmt über das Feuerwerk. Jetzt kommt der Ausbau zu den Universitäten, sodass die Gelehrten noch eine Pause machen dürfen. Unterdessen erforscht Manu die Mathematik. Das heißt, beschafft schon mal den Flammenwerfer. Mathematik ist nämlich gefährlich.
Und die Leibeigen hier gehen woanders hin, um Sachen abzuhacken. Irgendwo, wo nicht da ist. Ans Bevölkerungslimit sind sie schon alle gekommen. Hier oben hat sich inzwischen der Sheriff dazu entschieden, die Dorfhalle in seinen Besitz zu nehmen. Und die hier geht, hat keine Flagge, aber es sieht ganz danach aus, dass die abermals an Manu geht. Und es regnet. Es beginnt zu regnen. Da kommt die Burg auf der Seite von Manu. Ja, Schmeling, ich weiß. Es gibt trotzdem Blitze, also es ist trotzdem ein Gewitter. Ich bin gerade gespannt zu sehen, ob irgendwo schon die erste Person erschlagen wird vom Blitz. Es wird wieder wärmer. Und es wird direkt wieder wärmer. Okay. Da wurde aber eine Person vom Blitz getroffen. Da hat es den Leibi erwischt an der Trauerweide. Schmeling, RNGs, das ist wirklich sehr fair. Er hasst alle. Liegt völlig an Datum und der Uhrzeit, wo die Karte gestartet wurde. Gut. Zahnrad und Handelswesen sind hier geforscht. Hier geht die Mathematik gerade durch, nachdem eine weitere Hochschule zu den zwei Unis hinzugestellt wurde, die sich auch gerade durch Zahnrad und Handelswesen durcharbeiten. Manus Festung steht, Handelswesen, Zahnrad noch nicht, weil es davon den Ressourcen fehlt. Ob Jesus schon gekreist hat, ist eine gute Frage. Bisher geht's. Wenn hier was kreist, dann sehr langsam. Ah, Yuki prügelt die Gelehrten weiter hoch. Damit die schön weiter forschen. Das erste Gemeindezentrum steht hier auch. Okay, zwei Gemeindezentren stehen hier, drei Gemeindezentren stehen hier bereits. Lager wird direkt daneben gesetzt. Ein Gemeindezentrum steht bei Death Shadow auch und er baut gerade das zweite hoch. An dieser Seite sind die Dinger noch nicht in Arbeit. Aber das Bevölkerungslimit verzeiht das gerade für Zorg. Auf der anderen Seite hat Mike Astor auch schon bereits zwei Gemeindezentren stehen. Er hat immerhin die alte Dorfhalle nicht. Carter ist nicht weg. Carter liegt immer noch da. Ich glaube, den kann man nicht mal sehen aus diesem Kamerawinkel. Müsste ganz genau außerhalb des Winkels sein. Aber er ist ein schwarzer Kater auf einer dunklen Garnitur. Natürlich sieht man ihn nicht, wenn er im Schatten liegt. Weil die Kamera natürlich auf dem Vorschaubildschirm so winzig klein ist, kann ich natürlich den Kater gar nicht sehen. Gut, hier hinten. Dieses Mal wird Wert drauf gelegt, dass die Leute möglichst nicht hungern und möglichst nicht zu müde werden. Mike Astor verwickelt jetzt aber auch über seine Festung. Und hat sehr starken Wert darauf gelegt, dass die Leute immer alles haben. Jeder ist versorgt die ganze Zeit über. Damit ist Mike Astor aktuell
derjenige, der seine Bevölkerung am wenigsten misshandelt. Während das aktuell so scheint, als ob Germanus Virus das größte Ausmaß an Bevölkerungsmisshandlung betreibt. Ja, definitiv. Gefolgt von The Shadow tatsächlich und dann erst haben wir Manu. Stimmt, Mike hat haufenweise Holz und Lehm. Vielleicht versucht er gerade einfach die Eisenecke zu rushen. Oder hat das Zeug noch nicht in großem Maße ausgegeben, weil er unter anderem, glaube ich, noch keine Steinecke gebaut hat. Und das Zahnrad ist jetzt erforscht. Er hat bisher halt hauptsächlich Holz und Lehm nur beschafft und die Leute halt sofort versorgt. Hier unterdessen hat sich inzwischen The Shadow eine kleine Steinecke aufgestellt, die ein bisschen was arbeiten soll. Und die Steingrube hier wird gerade ausgebaut zum Steinstollen, genauso wie dieses hier ist. Germanus Virus baut sich auch erstmal der nächste Steinmetzer dahin. Zu seinen zwei anderen. Jetzt beginnt auch Manu mit dem Bau seiner Steinecke. Und da wird das Bankwesen erforscht. Ebenso wie hier. Ich bin müde, aber kann kein Buchdruck und Steuereintreibung auch Richtung Bankwesen. Legierungen und ein Ausbau. Und statt der Legierung wird jedoch ein Ausbau durchgeführt. Oh Gott, wie aggressiv wurde ich da gerade auf YouTube auf Discord angepinkt. Ah. Okay. Sie ist erwacht. Voller Hass. Perfekt. Gut. Ich muss sagen, die farbliche Kombination von dem dunklen Blau mit dem Rot sieht echt ästhetisch ansprechend aus. Auf der Minimap vor allem. Erinnert mich ein bisschen... Was ist? Lagebesprechung, ich gewinne das Turnier. Also es erinnert mich, wie gesagt, ein bisschen an die Farbkombination, die tatsächlich das spätmittelalterliche England oder das... Nee, es müsste sogar das... Ja doch, das spätmittelalterliche England hatte das durchaus aus dem königlichen Wappen. Wenn des 100-jährigen Krieges war das recht verbreitet. Mit dem Löwen und der Lilie. Wer weiß... Yuki prügelt ja weiter die Gelehrten die ganze Zeit hoch. Denen es nicht gut geht, aber das ist Yuki ziemlich egal. Denn dieses Feuerwerk der Freude, es ist kein motivierendes Feuerwerk, in dem Sinne, dass es die Geister hebt. Es ist ein Feuerwerk, das eine Drohung ist. Im Endeffekt, arbeitet oder das Bett, in dem ihr euch schlafen legen wollt, anstatt zu arbeiten, wird genau dieses Feuerwerk unter der Matratze haben. Viel Spaß dabei. Und das tendiert dazu, die Gelehrten dazu zu bringen, durchaus schneller durchzuforschen. Nun verfügt Manu auch über die Zitadelle. Shadows anderer Held? Ja, Shadow hat noch keinen zweiten Helden gewählt. Hat er nicht einen anderen gesehen? Nein, ich glaube, er hat noch keinen anderen gewählt gehabt. Und da rennen die Leib eigentlich erstmal in ihren Tod. Aber ja, genau, Shadow hat noch keinen zweiten gewählt gehabt. Ich hatte mir zwischendrin eingebildet, er hätte es getan.
Hat er aber nicht. Da ist das Bankwesen gleich durch. Das Shadows Stein-Echo arbeiten inzwischen ordentlich. Was sagen die Punkte inzwischen nach der Halbzeit? Nach halbem Waffenstillstand rennt Shadow gerade aktuell aggressiv weg. Er ist gefolgt von Zogmanu, der ganz knapp vor Germanus Virus ist. Aber nicht nur auf Basis von Rohstoffen, sondern auf Basis von Ausbau und Einwohnerstatistiken. Mike Astro ist aktuell... Okay, jetzt hat der Germanus Virus Zog überholt durch Ressourcen. Mike Astro hängt ein bisschen hinterher, aber noch nicht so weit. Es ist immer vergleichsweise ausgeglichen hier. Abgesehen vom Umstand natürlich, dass Shadow einfach aggressiv wegrennt. Jetzt baut auch Mike Astro seinen Steinmetzer auf. Er forscht das Fernglas, er forscht den Flaschenzug. Metallurgie hier, Büchereien hier. Büchereien hier, Architektur hier. Büchereien und Architektur. Ein Alchemismus, der ein bisschen weiter aushilft. Harsch, Phönix. Harsch. Harscher Sicker Burn hier. Nun, was mein persönlicher Aufbau für diese Karte ist, er ist in ein wahres Mysterium gehüllt. Selbst vor mir zum guten Teil. Deswegen, ich kann nicht berechnet werden, wenn ich selbst keine Ahnung habe. Es ist warm. Es ist wahr, es wird schon wieder zu warm. Das Problem wird sein, ich habe einen Kater. Ich werde im Sommer das verdammte Fenster nicht öffnen können. Weil er ansonsten auf die Idee kommt, auf das verdammte Dach hochzuklettern. Shadow schenkt an Germanus Virus 100 Schwefel, damit dies in der Lage ist, was Freshes damit zu erforschen. Und zwar die Metallurgie, wie wir hier sehen. Machen Gitter vor. Ja, es wäre die Idee. Würde interessant werden. Ich würde doch einen Hammer und ein paar Nägel brauchen. Oder sehr, sehr starkes Klebeband. Vielleicht sehr, sehr starkes Klebeband. Leider keine Eisen. Natürlich ein Eisengitter. Aber er hat sehr, sehr starkes Klebeband, da hat er keine Griffpunkte, wo er das einfach runterreißen kann, wie er es normalerweise machen würde. Oder wo er sich durchquetschen kann, weil wir wissen, wie Katzen sind. Wenn der Kopf durchpasst, passt die Katze durch. Stahlbolzen. Aber hier ist die Sache. Glatte Flächen, da kratzt er nicht dran. Er kratzt nur Sachen, wo er Profil hat. Und Klebeband ist von seiner Natur aus in erster Linie glatt. Wird also nicht wirklich durchtrennen, weil er seine Krallen dann nicht wirklich Griff finden werden. Deswegen interessiert er sich dafür nicht. Er hat keinen Spaß daran. Gut, weiter schauen. Also man kann sagen, was man will, das Nordteam, das Südteam achtet sehr gut auf seine Einwohner. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt hat Mike auch aufgegeben, nämlich die Leute alle zu versorgen. Wobei nein, hat er nicht, er arbeitet hinterher. Seine Steinmetze arbeiten ziemlich stark. Oder sind...
Okay, sie arbeiten noch nicht ziemlich stark, aber die sind hier schön aufgebaut in einer schönen, kompakten Aufformation. Das ist schön zu sehen. Ziegelbrenner sind hier aggressiv am Arbeiten. Bringen auch durchaus was zustande hier. Motivation wird hochgeprügelt. Die Uhren bei Manu stehen hier, bei MacAstro hier unten. Wie sieht es mit den Uhren im Nordteam aus? Da befasst man sich schon damit. Ich habe nur noch nicht gefunden. Wie wäre es, wenn ihr ja, Manus Virus hat seine Motivation. Und zwar da, neben das Feld. Und hier ans Flussufer hat tatsächlich The Shadow seine... Genau, wie der Markherz sagt. Hier ans Flussufer hat The Shadow seine Uhren hingesetzt. Seine Steinmetze arbeiten ist aber tatsächlich sehr hart. Deswegen ihm die Steine auch gerade nicht ausgehen. Die die Eisenecho arbeitet ja auch inzwischen schon ganz gut. Und die Steine beginnen inzwischen loszulegen. Jetzt, wo die versorgt werden. Oh. Oh, geht es hier gleich los? Dürfen wir gleich sehen, wie das Südteam versucht, wieder sich abends mit den Leuten hier zu prügeln. Und es vielleicht diesmal sogar als erstes zu tun. Es wäre ein aggressiver Schub an Holz. Wobei Holz aktuell dem Nordteam noch nicht so wirklich fehlt, aber das kommt schon noch. Okay, Vark und Ari gemeinsam sind natürlich in der Lage, den Turm wegzurushen. Mit Hilfe der Buffs. All die Truppen sind ja ausgepackt. Daru stürzt sich als allererster mitten rein und wird gleich versuchen, die Leute wieder zu vertreiben. Die ablässten Schützen werden wahrscheinlich wieder nach hier oben spazieren. Interessieren sich die dunklen Schwertkämpfer dafür? Ja. Die einzigen, die unbeeindruckt sind, sind diese Barbaren hier. Daru zieht sich diesmal zurück. Er will nicht erwischt werden. Erek kommt mit seinem Schadensbuff hier an. Die Blindenhunde... Na gut, die Ablistenschützen sind tot. Ari wird jetzt zusammengeschlagen. Der Turm wird gerusht werden. Hilfe der ganzen gebufften Leute. Oh, Ari zusammengeschlagen, hat die Banditen gekostet. Daru ist zusammengeschlagen worden. Diese Elitekrieger sind halt wütend. Das ist jetzt wieder alle Helden außer Erek kosten. Oh, es geht jetzt mal so ganz nach hinten los. Oder? Schafft Erek das noch? Erek? Erek schafft das nicht. Ganz knapp alle Helden tot. Daru ist aber inzwischen wieder aufgestanden. Und denkt sich, ja, das lief nicht ganz so wie geplant. Ari kriegt er auch auf jeden Fall wieder, wenn er will. Und mit Ari lässt sich der Turm dann zu Ende machen. Das Problem ist einfach nur, dass die Leute hier sich dafür nicht wirklich interessieren. Die müssen auch sterben. Und dafür fehlt es eine Massenvernichtung. Das ist halt, was die Gruppe hier nicht zusammengesetzt hat. Das ist eine Massenvernichtungsgruppe. Da können die zwar endlich mal heiraten, jetzt wo Vark und Erek nicht mehr im Weg stehen, meinst du? Wo die nicht immer mit dem Einspruch reingestürmt kommen. Können sich die Flitterwochen gönnen, ohne von den beiden Mördernervensägen genervt zu werden. Warum habe ich eine Idee für eine Karte? Zugegebenermaßen, ich verstehe die Idee wahrscheinlich. Einspruch! Dario, du musst noch eine Quest für mich erledigen! Kommt Vark dann rein. Einspruch, ich bin gerade dabei, ein Dorf auszuplündern. Ari muss mich aufhalten. Die beiden wollen die ganze Zeit eine Hochzeit haben und die ganze Zeit kommt einfach immer was dazwischen. Könnte eine interessante romantische Komödie werden, wenn man weiß, wie man sie schreiben muss. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. So. Da wird ein bisschen Eisen an Germanus Virus geschickt. Was will er davon haben? Chemie hat er schon. Ach ja, die...
Die Leibeigenen haben keinen Chill. Da unten ist ein Baum. Den nehmen wir mit. Kostet es, was es wolle. Die Leibeigenen machen das einfach. Er hat die Tür aufgemacht. Glaubst du, er ist zu doof, ein Klebeband zu durchtrennen? Ja! Katzen haben eine sehr selektive Intelligenz. Können die kompliziertesten Mechanismen irgendwie regeln, rennen aber gegen eine Fensterscheibe. Oder verkacken einen Sprung und setzen sich dann beschämt in eine Ecke und hoffen, dass niemand das gesehen hat. Die Sache ist, wenn er lernt, wie man frischerte Folien ausmischt. Die Sache ist, wenn er dann plötzlich die Lektion auf Klebeband setzt, vergisst er ganz viele andere Sachen, die Probleme machen können. Interessant ist auf jeden Fall, dass sich Shadow hier sein Wetterkraftwerk aufgestellt hat. Und absolut gar kein Interesse daran hat, wahrscheinlich vom Gewitter getroffen zu werden. Abgesehen davon, dass er wahrscheinlich gelernt hat, oder beobachtet hat, dass Pattsituationen hier nur durch den Winter effektiv bereinigt werden können. Haltet, stopp. Das pinkt mich da schon wieder. Ich muss gerade aktuell tatsächlich darauf eingehen. So. Weil es um die Minecraft-Aufnahme direkt hier nachgeht. Gut. Ja, in der Tat. Inzwischen läuft das hier. Von den Punkten her allerdings. Da hat sich das Bild ein bisschen nur gewandelt. Der Shadow rennt nach wie vor komplett weg. Mike Astro hängt nach wie vor hinterher. Manu und Germanus Virus sind sich sehr nah. Aber Manu ist aktuell von den Punkten weiter vorne. Aktuell durch die Ressourcen, durch Gebäude, nicht durch Technologien, aber auch durch Einwohner. So, Ari wurde inzwischen auch aufgehoben und kann sich dran machen. Und da wird bereits ausgebaut, um die nötigen Forschungen zu machen. Jetzt, wo wir gleich noch 5 Minuten haben, können wir kurz mal einen Abgleich machen, wie es hier steht. 9.991, 14.000 Taler bei dem 4.300er Zahltag, 12.000 Taler beim 3.200er. Taler mit dem 4.280er und 19.000 Taler mit 5.240. Das ist schon ein bisschen was. Jetzt baut sich auch Germanus Virus hier hinten seine Banken. Wenn ich nicht bald einen Platz in einem so, Shadow hat die Kanonentechnologien auch ein bisschen mitgenommen. Hier werden zwischen Sachen ausgebaut und die Schmiede-Eco wird jetzt ein wenig immer weiter ausgebaut in alle Richtungen. In der Nähe der Eisenmine. Solange die Eisenmine noch da ist, kann man sie auch nutzen. Wie sieht es mit Bergwerken aus? Da kommt das Lehmbergwerk. Da ist das Lehmbergwerk und das andere und da wird gerade die Spitzhacke erforscht. Auch hier baut sich tatsächlich gerade frisch gelernt oder vielleicht aus dem letzten Match gelernt, wo er das Technologie gelernt hat, um die Silberschmiede, Silbermelze schneller leer zu kriegen, Silberschacht, bekommt auch hier das Lehmbergwerk, um schnell leer zu räumen. Hier fehlt das noch. Hier ist der nächste Versuch. Die Leibeigenen gemeinsam mit den Banditen von Ari stürmen sie auf den Turm und prügeln ihn zusammen. Ari unterdessen schießt auf die Leute, die hier isoliert sind. Jetzt die Frage, kommt Ari wieder lebendig heraus? Kriegt er einen von denen überhaupt tot? Nein, sie schlagen ihn zusammen. Ari unterdessen hat Spaß damit, diese Leute hier einfach zu erschießen, die sich nicht wehren. Und haufenweise Kurzschrittkämpfer sind bereits ausgebildet. Oh. Die Brücke ist bereits vorbereitet. Wie sieht es hier an den Flanken aus mit Truppen?
Da die Eisen-Echo hier noch nicht wirklich angelaufen ist, haben wir zuallererst ein paar Speerträger und Langbogenschützen. Shadow hat offensichtlich vor, an beiden Flanken mitzukämpfen. Gleichzeitig hat Germanus Führers auch eine Kaserne auf diese Seite gesetzt, um da auszuhelfen. Das, gemessen daran, wie hart die Eisenerküche schon die ganze Zeit am Arbeiten ist, wird es kein Problem sein, diese Schwertkämpferarmee zu versorgen. Vor allen Dingen nicht, wenn sie sich einfach durchschnetzeln wird. So, weitere Langbogenschützen werden ausgepackt. Jetzt werden hier die Gebäude eingerissen. Und Marie de Montfichet in Kombination mit Erek. Ja, das wird ein Blutbad. Das wird eine komplette Massaker-Nahkampfarmee werden. Also, The Shadow wird ein Blutbad anrichten, glaube ich. Genau, es ist natürlich der Fehler, aktuell nur Schwertkämpfer mitzunehmen. Allerdings hat er auch einen Stall gebaut. Das heißt, er hat Zugriff auf andere Truppen. Jetzt die Frage, wer wird sich dieses Mal um die Silbermine scheren? Wahrscheinlich wieder der Süden. Brücke im Norden ist vorbereitet, Brücke im Süden wird vorbereitet. Dinge werden hier gebaut. Und Regen ist da. Mit Blitzen. Oh, jetzt wahrscheinlich Blitze in den Schwertkämpfer. Das wird ein Blutbad. Schauen wir uns die Schwertkämpfer an. Schauen, ob die sterben. Aktuell noch nicht. Schwere Reiter sind jetzt auch dabei. Der Sommer kehrt zurück. Und der Sommer kehrt zurück. Ohne Einsatz der Wettermaschine. Armbrustschützen sind dabei, Schwertkämpfer und Bogenschützen werden ausgebildet. Die müssten in der Lage sein, die Brücke hier vergleichsweise gut zu halten. Schwertkämpfer sind alle Breitschwertkämpfer, Langschwertkämpfer werden gerade hochgeforscht. Aber ja, um die Mitte kümmert sich der Norden nicht wirklich. Der Norden hat keinen Grund. Ich glaube, die haben nicht vor, das so lange dauern zu lassen. Ich denke, die haben einfach nicht vor, dieses Spiel lang genug dauern zu lassen, damit Silbertechnologien wirklich genutzt werden können. Wir wollen schnell und hart zuschlagen und es sofort beenden. Im Norden werden Speerträger und Bogenschützen mitgebracht. Oben den Kampf stelle ich mir interessant vor. Und jetzt werden die Brücken gebaut. Die Brücke im Süden wird leicht vor der Brücke im Norden fertig werden. Diese Brücke hier wird im Norden gar nicht, im Süden gar nicht gebaut. Der Süden baut seine nördliche Brücke nicht. Der Norden allerdings schon. Shadows Eisen reicht nicht wirklich, um ihn durchzubrechen, glaube ich. Und jetzt haben Zogmann den Schatz der Barbaren geplündert und 9000 Taler und Holz gekriegt. Mit ihrer Armee, die sie haben. Sie haben aber Ballistenschützen dabei und Hellebardiere. Die werden sich gegen die Schwertkämpfer nicht schlecht schlagen, die Ballistenschützen zumindest. Die Reiter. Allerdings ist das eine aggressive Armee. Und die Eisenecke funktioniert trotz allem. Jetzt treffen wir schwere Reiter mit... Naja... Die Helden sind nicht an der Front. Ja gut, die Helden des Südteams würden den Kampf nicht wirklich wenden können. Bark vielleicht, Ari nicht wirklich. Dario könnte einen Zweck, könnte etwas bewirken. So, Erek stürmt direkt nach vorne. Stall und Kaserne werden direkt nachgeschoben und die Armeen stürmen jetzt aufeinander los. Im Norden des nimmt Germanus Virus ohne weitere Probleme das Gebiet hier ein.
Marita Morphe hat gerade ein Blutbad angerichtet. Und Eric hat und es war nicht mal gebufft von Eric. Jetzt wird sie allerdings von den Speerträgern zusammengeschlagen werden. Und von den schweren Reitern. Doch hier oben entscheidet sich gerade die Schlacht an der Flanke. Manu muss jetzt gerade so viel seine Truppen da hochbringen wie möglich. Aber ich glaube, sein Eisenecho ist noch nicht stark genug. Ich glaube, er hat noch nicht genug Schmieden. Er geht immer nur auf 4 Feindschmieden. Ich glaube, das ist zu wenig. Okay, 5 Schmieden sind das. Das ist tatsächlich zu wenig, um hier vernünftig zu wirken. In einer langanhaltenden Schlacht. Hier unterdessen findet einfach eine aggressive Überrennung statt. An dieser Seite ist die Brücke sogar bereit. Das heißt, theoretisch könnte Germanus Virus die Brücke hier direkt bauen und über diese Flanke angreifen. Er belegt aber zunächst erstmal die Position hier. Jetzt ist eine Frage dessen, ob der Norden dem Süden die nötige Zeit lässt, um sich zu befestigen oder direkt zuschlägt. Direktes Zuschlagen... schwierig. Na gut, er hat das nötige Eisen und Geld. Aber es gibt im Süden durchaus die Möglichkeit, hier was gegenzuhalten. Oh, die Truppen ziehen sich zurück. Wahrscheinlich, ja, weil diese Brücke hier gebaut wird. Von welcher Seite aus allerdings? Nordseite? Die Speere haben festgestellt, sie können hier nichts ausrichten. Die Speere würden halt guten Prozess gegen die... Truppen haben Angst vor Leibis. Die Speere würden guten Schaden hier anrichten an den schweren Reitern. Nicht wirklich an den Schwertkämpfern. Dario und Eric könnten hier in der Brücke durchaus was bewirken. Und da sind Leibis durchgerannt. Deswegen mussten sich die Truppen zurückziehen. Man will niemals Leibis hinter der eigenen Front haben vom Feind. Ja, das sieht aktuell danach aus, als ob der Norden die Map-Kontrolle besetzt. Die Sache ist, würde der Norden jetzt Winter machen, die Brücke würde sie nicht aufhalten. Aber stattdessen stärkt man sich erstmal selber mehr, was wahrscheinlich weise ist. Denn hier müsste man gegen eine defensive Position ankämpfen, da geht einem schneller die Puste aus. Diese Brücke ist gesetzt, aber sie wird noch nicht gebaut. Oh, gehen die Leibeigen hier hinten das, den Leuchtturm bauen? Wäre schon lustig. Ich glaube aber nicht wirklich dran. Die Eisenminen wurden sie erstmal gegönnt. Einfach aggressiv die Eisenversorgung verstärken. Was vorausschauend ist. Doch, das... The Shadow baut sich den Leuchtturm. Mal schauen, was er rauskriegt. Ich sehe es kommen, er kriegt wahrscheinlich einfach so haufenweise Stufe 4 Truppen raus. Und wenn ich den gleichen Leuchtturm mit den gleichen Tribut zahlen würde, würde er sagen, ja, ich schätze, du kannst an dieser Stelle mal so... Okay, der Leuchtturm ist natürlich nur für Vision. Fair. Man weiß nie, man kann ihn zwischendrin mal benutzen, um 3 lange Speerträger zu bekommen oder so. Okay. An dieser Stelle ist Germanus Vio, hat Germanus Vio, glaube ich. Nein. Es war tatsächlich der Süden, der die Brücke gebaut hat. Unwetter. Scheint das. Manu hat die Brücke gebaut. Und Shadow hat tatsächlich ein Unwetter ausgepackt. Die Reiter gehen hier außen rüber, um hier noch zu verstärken. Die Truppen des Nordens lassen sich hier zurückfallen, locken den Feind und zwingen den Feind auf die
Brücke. Der Ballistaturm, den sollte man eigentlich den Befehl geben, hier auf die Brücke zu schießen. Per Mikro. Einfach, um die Truppen, die sich hier angestaut haben, zu vernichten. Hier entsteht langsam ein Kanonenturm. Hier sehen wir halt Hellebarden und Schützen gegen Hellebarden und Schützen kämpfen. Oder gegen Langspeerträger und gegen Streitlanzenträger und Schützen. Im Süden wird die Brücke gesprengt. Die Leute sollten noch ein bisschen Abstand nehmen. Es gibt Tote. Yep. Die Reiterei versucht jetzt hier gegen die Hellebardiere auszuhelfen. An dieser Seite gibt Manu einen guten Gegenangriff. Und wir sehen hier, dass aktuell die Leibeigenen sich hier durchschmuggeln. In dem Versuch, hier Sachen selbst aufzubauen. Also auf Nachschub, an Nachschub zu kommen. Yuki hat dann das mal ein Feuerwerk gezündet. Mit dem Rücken gesichert stehen hier theoretisch noch ein bisschen viele Truppen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Brücke wieder aufgebaut ist. Mike müsste Leibwesen entlassen. Ja, es ist wahr. Mike Astro hat zu viele Leibeigenen. Und es scheint, dass Germanus-Virus diese Brücke aktuell gehalten kriegt. Oh, ein Belagungskanon wurde mitgebracht. Es wird hier aber hart gekämpft um die Brücke. Germanus hat also den Vorteil der alten Dorffalle. Auf seiner Seite hier. Wodurch er natürlich mehr Truppen mehr rekrutieren kann. Und die meisten Truppen, die hier ankämpfen, sind halt Hauptmänner, die nicht wirklich voll sind, weil Eisen schon fehlt. Lass mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Also ja, wenn es um Eisenecho geht, diese 6 Schmieden reichen nicht, um was zu bewirken, was nötig ist. Bei Mike Astro sieht das mit dem Eisenwurm ganz anders aus aktuell. Allerdings verliert er auch gerade nicht wirklich viele Truppen. Dementsprechend kommt es daher. Und der Sturm hat die Stadt zum guten Teil angezündet. Germanus schickt an Shadow etwas Holz, damit er in der Lage ist, auch ein bisschen was zu machen, zu bauen, zu rekrutieren. So, genau, Winter wäre halt die... Winter ist halt die Sache. So, egal für wessen Seite, Winter entscheidet hier im Endeffekt, wer gewinnt. Oder Winter ist die Entscheidung für den Angriff. So... Okay. Es fehlen die Damage-Kanonen, das ist wahr. Auf jeden Fall, Winter ist halt die Sache. Diese Brücken sind gute Verteidigungspositionen, solange bis der Winter kommt. Denn dann gibt es hier andere Wege, drumherum zu kommen. Wenn man angreifen will, sollte man den Winter machen. Solange der Gegner keinen Zugriff auf ein eigenes Wetterkraftwerk hat. Hier sehen wir halt, der Süden kann nicht über diese Brücke rüber. Nicht gegen diese Fernkampfüberlegenheit. Und besonders wenn man Nahkämpfer nutzt, ist der Winter wichtig, weil in engen Gängen bringen Nahkämpfer zur Hälfte gar nichts. Es sind doch wieder leichte Reiter unterwegs. Okay, da muss ich doch was Bescheid geben. So und so.
Gut, hier versucht inzwischen der Norden einen Angriff selbst über die Brücke und schafft das soweit auch ganz gut. Die Schwertkämpfer brechen hier durch, die Hellebarden brechen hier auf dieser Seite auch durch. Und so, sieh an. Germanus Virus, The Shadow hat, das habe ich die erste Verwechslung gemacht. The Shadow hat sich kurz mal die Silbergrube geholt. Und da ist der Winter. Da ist der Winter für den Angriff. Den vollen Angriff hier über die Flanke. Gut, ich musste halt den anderen beiden gerade mit abkoordinieren, wie das abläuft mit der Minecraft-Aufnahme gleich. Wir haben wohl 19 Uhr festgelegt. Das bedeutet, wir haben eine kleine Zwischenphase zwischen diesem Match und dem Spiel. Und Minecraft. Da müssen wir mal schauen, wie wir die füllen. Angeln nach Namensschildern. Zwischenphase für Reacts. Nun, worauf zum Teufel sollte ich bitte reacten? Und da kommt der Durchbruch. Scheinbar wird das direkt alles ignoriert und es ist wahrscheinlich der Versuch, was ist die Idee hier hinter? Alarm ist nicht ausgerufen. Scharfschützen werden hier vorbereitet von Mike Astro. Na, habe ich schon alles gesehen, was damit zu tun hatte. Okay, die Truppen brechen hier durch. Ich bin mir aber nicht sicher, was sie hier vorhaben. Das scheint aktuell ein sehr kopfloser Rush zu sein. Wahrscheinlich ist der Versuch, die Rekrutierungsbasen zu finden. Im Norden wiederum ist Germanus Virus durchgebrochen. Mike Astro schickt an Zork tatsächlich Eisen und er ist damit in der Lage, jetzt neue Truppen auszubilden, die hier gegen ankämpfen wollen. Aber der Alarm würde jetzt die ganze Armee auf einen Schlag löschen. Es sind auch Langbogenschützen mitgebracht worden, um die Fernkampfunterlegenheit hier ein bisschen auszugleichen. Genau, das Dorfzentrum wird eine Ewigkeit dauern mit diesen Truppen hier. Weil die Dinger halt stark sind, die lassen sich nicht einfach so rushen. Kanonengießer stehen hier, aber wie Phoenix vorhin schon geschrieben hatte, es fehlen die Kanonen im Norden. Schade an Gebäuden zu machen. Hier oben allerdings nicht. Hier oben hat der Süden eine Kanone, die theoretisch was machen könnte, eine Kanonengießerei, die theoretisch was machen könnte, aber nicht wirklich hinkriegen wird. Eine Abteilung von Shadows Nahkämpfern ist hier auch durchgebrochen. Wahrscheinlich die Abteilung, die hier unterwegs gewesen ist. Die Armee musste ja gerade aktuell versuchen, die feindliche Armee niederzukämpfen, bis dem Süden die Puste ausgeht. Und jetzt sind die Kanonen hier tatsächlich in Auftrag. Die Silbergrube wurde nicht mal ausgebaut. Man befasst sich damit gar nicht erst. Das von Mango tatsächlich nicht, aber na, ich mach erstmal keine React. Denk ich. Dann wahrscheinlich, was ich gleich machen werde, ist wahrscheinlich bis zum Beginn der Minecraft-Aufnahme Minecraft zu angeln. Ich brauche noch, hoffe auf ein Reparaturbuch. Den Videotitel habe ich schon gesehen. Und das Thumbnail. Aber ich bin jetzt nicht so gut dazu gekommen, das Video anzusehen. So, hier unterdessen. Einfach wütende Straßenschlachten. Und Manu braucht eine Pause für kurze Zeit. Und da sind die Truppen ertrunken. Da sind Truppen auf dem Eis ertrunken. Ja, ich habe die Überlegung tatsächlich Mending Wissen Villager zu machen. Dafür. Achso, er musste. Ach, das geht klar. Dafür müssen wir allerdings hoffen, dass ich den richtigen Bibliothekar dafür kriegen. Wir haben ja schon einen. Wir müssen natürlich nur schauen. Weil der hat aktuell das falsche Verzauberungsbuch.
Ich muss wahrscheinlich noch ein paar weitere kriegen. Aber aktuell haben wir dafür nicht nötig Zombie-Villager. Wobei ich inzwischen ein bisschen was einstudiert habe, wie es gehen würde. Solange es keine Ritter-Leo-Pause ist, die mich zum Schneiden zwingt, ist alles in Ordnung. Genau. Auch wenn die noch nicht gekauft wurde, kann man die resetten. Na gut, ich glaube, ich habe bei dem... Ich weiß nicht, habe ich bei dem schon gekauft? Ich habe bei dem auf jeden Fall schon mal verkauft. Papier habe ich bei dem verkauft, ohne Ende. Deswegen weiß ich nicht mehr, ob ich den schon resetten kann in dem Punkt. Das geht darüber, dass man den Berufsblock zerstört und neu baut, nicht wahr? Das war, wie das ging. Damit er seinen Beruf halt neu wählt. Ach so. Wobei die Angebote auch nur begrenzt sind. Das heißt, theoretisch, wenn ich nur oft genug das Buch abkaufe, kriegt er was anderes. Wer den Server von uns hostet, Mojang. Es ist ein Minecraft Realms Server. Den sich Jasmin da zusammen gemietet hat. Okay, es geht weiter. Hier im Norden sieht das aktuell sehr gut für das Nordteam aus. Das Nordteam prügelt sich einfach aggressiv durch die Stadt durch und wird nicht wirklich aufgehalten. Im Süden sind es bisher noch keine entschiedenen Straßenschlachten. Germanus Virus, nein, Shadow dominiert jetzt zwar die Kämpfe, aber er findet auch keinen wirklichen Halt, weil die Gebäude alle zu viel aushalten. Huch. War da gerade wieder so einer dieser üblichen, hey, kauf Follower-Bots? Ja, wenn wir das wollten, könnten wir das. Kein Zweifel, aber das ist nicht nötig gerade. Ist gemütlich genug. Ah, den hast du schneller weggebannt, als ich hier sehen konnte. Löblich. Sehr löblich. Ja, im Norden bricht Germanus Virus drastisch durch. Mit den Hilfstruppen von Shadow. Und Shadow hat hier aktuell die Brücke jetzt aufgebaut, um direkt Nachschub schicken zu können. Und jetzt bringt er Kanonen mit. Und eine Belagerungskanone. Er hat genug von der Existenz dieser Gebäude. Eisenkanonen gegen die Truppen. Einfach so Strapnell in Straßenstädten. Und hier macht die Eisenkanone auf jeden Fall so ein Blutbad mit den Schrapnellen Straßenschlachten. Die Belagerungskanone ist natürlich langsam. Sehr langsam. Mich macht ein bisschen fertig, wie schnell sich die Räder drehen und wie langsam sich die Kanone bewegt. Weitere Reiter sind durchgebrochen und haben hier eine Eisenkanone zerstört, gehen direkt auf die nächste Kanone los. Alles um Zeit zu gewinnen. Diese Reiter werden die andere Kanone auch mitnehmen, denke ich. Und, beachtet er sie? Nein, er dreht um. Die Kanone ist ganz schnell umgedreht. Nein, das geht mich nichts an. Allerdings, die Schlacht wird immer noch von Shadow dominiert. Im Norden packt inzwischen Manu die Milizen aus, weil ihm das Eisen komplett ausgegangen ist. Er hat auch den Alarm ausgepackt. Um ihr ein gewisses Blutbad anzurichten. Und da wird einfach eiskalt die Kanonen fokussiert. Ja, ihr werdet durch unsere Stadt durchmorden. Ja, wir können euch nicht aufhalten. Aber bei Gott, ihr werdet lange dafür brauchen. Die Schwertkämpfer hier haben unterdessen aber auch ordentlich noch gegengekämpft. Ah ne, was denn? Die haben ja ordentlich noch mitgekämpft. In der ganzen Situation als Hilfstruppen. Und da treffen die nächsten Leibeigenen und Milizen einfach da drauf.
Nun, der Alarm ist ausgepackt. Es gibt nichts, was er rekrutieren kann, außer Milizen. So, Shadow versucht weiter hier durchzubrechen, durch die Stadt. Gießt weitere Kanonen, bildet weitere Reiter aus. Schlägt weiter auf das Stadtzentrum ein. Tötet alle Truppen, die nachkommen. Allerdings verfügt Mike Astro über exorbitant viel Eisen. Also er hat auf jeden Fall aus der vorigen Partie gelernt. Und seine Eisenecho funktioniert wie eine 1. Ein gutes Maß an Entwicklung. Bei Manu fehlt allerdings der Umstand, dass die Eisenecho zu klein ist. Die funktioniert an sich gut. Wir sehen, wie die hat ordentlich was veredelt gekriegt. Aber das sind zu wenig Schmieden. Da braucht man schon ein bisschen was mehr. Genau, die läuft halt auch ein bisschen zu spät. Aber an sich, vom Prinzip her, funktioniert sie ganz gut. Wenn das Konzept erst einmal drin ist, ist es nur eine andere Frage dessen, an dem Zeitpunkt des Konzepts zu setzen und das zu feintunen. Aber Today's Tacticians haben ordentlich was zugelegt bisher. Und in jedem Spiel können wir eine Entwicklung sehen und das ist eine schöne Sache. Deswegen habe ich immer so viel Spaß dabei, denen zuzuschauen. Gleiches gilt übrigens für die virulenten Schattenkrieger. Die sind aber nur einfach exorbitant aufgestiegen, was ihre Fähigkeiten anging. Wenn wir uns ansehen, wie sie sich entwickelt haben seit dem Beginn des Weihnachtsturniers 2021. So, das erste Dorfzentrum ist inzwischen übrigens auch an Germanus Virus übergangen, der sich inzwischen daran arbeitet, das zweite zu zerstören. Während unterdessen kein Meter geschenkt wird. Aber wirklich überhaupt kein Meter wird verschenkt. Die Truppen schlagen hier verzweifelt auf diese Aussichtstürme ein, die natürlich ewig viel aushalten, während die Ballistentürme einfach immer weiter Schaden machen. Es werden einfach immer weitere Fronten und Türmen zurückgezogen. Manu verschenkt keinen Meter. Und Mike will auch nicht nachgeben. Bildet sich hier weitere Ballisten, weitere Reiter aus und kämpft weiter dagegen an. Hat immer noch die Fernkampfüberlegenheit an dieser Flanke. Okay, diese Reiter und Schwertkämpfer meinen, dass sie gegen die Ablästenschützen hier was ausrichten können. Vielleicht können sie das sogar. Solange sie ignoriert werden. Aber nicht so viel, wie die Ablästenschützen unterdessen hier ausrichten. Und da fällt das erste Stadtzentrum. Und damit kann Mike nicht mehr rekrutieren. Der Alarm unterdessen mordet sich einfach ganz gut durch die Ablästenschützen. Die auch dadurch ein bisschen verwirrt sind. Die wissen nicht, was mit ihnen los ist. Diese Ablästenschützen stehen da, sind einfach nur verwirrt. Wem gehört der Schützenturm hier eigentlich? Da keine Flagge dazu sehen ist, können wir es nicht festlegen, weil der Lebensbalken immer gleich aussieht. Egal bei wem wir gucken. Achso, das ist von. Da hat Germanus also sein Schützenturm hingesetzt. Der Leibeigene baut den halt nicht wirklich, deswegen. Hier unten prügelt sich Germanus weiter durch. Und jetzt kann man die Silbergrube auch mal ausbauen mit einem ästhetisch gedrehten Bauernhof, der außerhalb seines eigenen Blockings sitzt. Ah! Mike Astros Siedler werden jetzt unglücklich sein, weil er zu wenig Platz hat. Und der Wiederausbau des Dorfzentrums wird einfach aggressiv denied. Es regnet. Nun trifft es auch Manu. Er hat auch zu wenig Bevölkerungsplatz.
Aber er bildet einfach weiter munter seine Milizen aus und sagt, alles klar, weiter geht's. Und der Alarm wird jetzt ein bisschen zuschlagen. Denn hier sind keine Kanonen bei. Hier sehen wir die Pfeile einfach aus allen Richtungen da drauf fliegen auf die Leute. Ballistentürme halten natürlich relativ wenig aus. Und jetzt sehen wir, wie die Milizen Straßenschlachten anrichten. Da ist eine Kanone, die Shadow dabei hat. Aber die führt er nicht aktiv mit. Die Ballistentürme sind richtig dreist gesetzt. Richtig schön an den Flanken, wo man sie erstmal übersieht, bis man davon getroffen wird. In diesem Aspekt aktuell würde ich sogar sagen, dass Manu positiv kämpft. Hier ist kein Alarm ausgerufen, hier kämpfen die Leute, hier produzieren die Leute aggressiv weiter. Der Stall hier hinten steht noch, aber es kann nicht wirklich was rekrutiert werden, nur ein bisschen was. Alarm macht 10 Schaden pro Schuss. Yuki zündet hier hinten Feuerwerk. Na gut, das heißt, der Alarm macht im Endeffekt einen Schaden. Es sei denn, macht der True Damage oder nicht? Ignoriert der Rüstung? Yuki ist vom Alarm weggeschmolzen. Ich könnte schwören, denn ansonsten... Ansonsten macht er tatsächlich nur einen einzigen Schaden an den Arbalesten. Und auch nur einen einzigen Schaden an den Hilibardieren. Nicht, dass es bei dieser Masse einen riesigen Unterschied machen würde. Aber stellt euch vor, die Dinger würden True Damage machen. Die Armee wäre tot. Das wäre im Endeffekt Wohnstätten-Level. So, hier unten prügelt sich die Shadow weiter durch. Schlägt einfach weiter aggressiv seine Schneise. Und hier wollen die Leute gerade wegrennen, aber können nicht. Das wären durchaus stärkere Wohnstätten, ja. Hier ist ein Osterei. Was ist wegen der Hasen? Zork ist jetzt angreifbar. Ich sehe den Marker, hat sie gerade nicht. Hier irgendwas? Die Schafe oder wie? Was haben die Hasen hier bitte gemacht? Ich sehe auch keine Silberstelle. Ganz Süden. Okay, nicht hier. Ich bin mir gar nicht sicher, was du meinst. In dem Fall, Zorks Festung ist gerade dabei zu fallen. Mike Astro schickt eine... Was ist da? Da ist da, der Blindenhund. Ach so. Ach so, die Entität im Endeffekt, damit die Hasen Sichtweite haben und all solche Sachen. Und zu jemandem gehören. Genau. Gut, hier entsteht ein kleines Blutbad. Jetzt hat auch tatsächlich Mike seinen Alarm ausgerufen und wir sehen, was der Alarm gerade mit der Armee macht. Er schmilzt sich dadurch, während auch noch von hinten noch weitere Truppen kommen, die mitkämpfen wollen. Hier kommt noch Kanonengießerei. Bis zum letzten Meter wird gekämpft. Die Zitadelle ist inzwischen zur Hälfte weg. Jetzt über die Hälfte. Und leidet gerade aggressiv unter diesem riesigen Beschuss an Arbalestenschützen. Jeder macht nur einen Schaden, aber es sind echt viele von denen. Und weil die Leute weggerannt sind, gibt es ja auch gerade keinen Alarm mehr. Hier unten unterdessen
macht der Alarm einfach wirklich kurz im Prozess mit Shadows Armee. Deswegen schickt Shadow eine ganze Armee hinterher, packt auch sogar einen Dieb aus. Alles geht rund. Und das ist der Fall von Manus Armee. Von Manus Stadt. Hier unterdessen hat die Kanonen, wurden die Kanonen inzwischen ausgepackt. Um das Stadtzentrum zu brechen. Auch Mike Astro denkt sich, ja, guter Zeitpunkt, alles mit Türmen zu verstärken. Einfach, um den Leuten dann wirklich noch so viel Blut abzunehmen wie möglich. Und das scheint zu funktionieren. In ähnlicher Note hat sich eigentlich inzwischen Shadow irgendwo eine Silberschmelze aufgestellt. Nein, nicht, dass ich es sehen würde. Ein Landsitz allerdings. Das Dorfzentrum wurde genommen und direkt wird einfach alles auf dieses Stadtzentrum geschmissen. Welches auch einfach sehr viel aushält. Die Türme werden sofort angegriffen, bevor die in der Lage sind, Verluste zuzufügen. Sie tun es aber trotzdem. Alle Diebe tot. Nein, hier sind zwei Diebe durchgekommen. Erik ist auch noch lebendig. Gerade so. Die Diebe sind also wieder getarnt. Und jetzt beginnen Mike die Leute auch wegzurennen. Da hat der Alarm die Belagerungskanone zerstört. Und zerstört noch das Dorfzentrum. Das heißt theoretisch... Oh ja, Mike bemerkt das auch. Und die Truppen wollen hier direkt umdrehen, das zu verhindern. Und baut er es wieder auf? Kriegt es rechtzeitig hin? Ah, ich fürchte, es fällt gerade nicht auf. Da sprengen die Diebe etwas. Was sprengen die Diebe hier? Stadtzentrum, weil sie nicht rankommen? Ja, Tatsache. Braucht allerdings echt viele Diebe. Und da wurde das Dorfzentrum wieder belegt und die Leibeigenen getötet. Und werden noch Leibeigene zur Miliz gerufen? Scheinbar nicht. Oder? Versuchen sie es? Jetzt ist die Burg angreifbar. Und die Leibeigenen werden hier einfach alle umgebracht. Aber ich noch diese Blumen. Nein, die Blumen! Die Blumen! Dort oben im Baum. Und der Süden bricht einfach mit seiner gesamten Armee über die Zitadelle herein. So. Damit bricht sie jetzt endgültig. Da hinten werden noch Diebe erschossen vom Alarm. Aber die Leute beginnen hier alle wegzurennen. Der Alarm ist damit vorbei. Es gibt noch ein paar Leibeigene. Repariert er dagegen? Nein, er wird zusammengeschlagen. Was heißt der GG? Das könnt ihr noch drehen. Zwei Leibeigene sind noch übrig. Mehr braucht man nicht. Einfach Leibeigene durchschmuggeln. Hier hinten.
Stadtzentrum zusammenschlagen mit Leibeigenen bauen. Okay, ein... Nein, nein, kein Leibeigenes mehr übrig. Und das ist es gewesen. Gut, das hier wäre dieses Spiel gewesen. Alle verlassen und so auch wir. Oh. Schauen wir uns das Ganze dann mal hier an. Von den Punkten her ganz weit vorne ist Shadow. Gefolgt von Germanos Virus, gefolgt von Mike Astro dieses Mal, dessen Eisenecho die ganze Zeit über noch produziert hat und dementsprechend sehr viel geschaffen hat. Und darauf folgt dann Manu. Von den Kampfpunkten her allerdings ist der Shadow ganz vorne, gefolgt von Germanos Virus, gefolgt von Manu, gefolgt von Mike Astro und dann da haben wir die Banditen. Die Gebäude. 131 gegen Ende hat Shadow gehabt. Ebenso wie die meisten Bauernhöfe übrig hat am Ende. Wobei Mike Astro dieses Mal sehr viel Wert drauf gelegt hat, alle Leute zu versorgen. Und zwischendurch die meisten Bauernhöfe hatte. Wohnhäuser wiederum. Wohnhäuser hatte Manu am meisten. Gefolgt von Mike Astro. Diesmal waren die Leute bei Mike wirklich sehr gut versorgt. Das haben wir auch in seiner Echo gesehen. Ist nur eine Frage des Timings, wann man anfangen sollte, sie zu versorgen. Habe ich persönlich auch noch nicht komplett drin. So. Arbeitsplätze. Die meisten hatte Shadow. Und ist am Ende auf 38 gewesen. Die größte Armee hatte Germanos Virus am Ende mit 418 Mann. Gefolgt von der Armee von Shadow mit 253 Mann. Hier an diesem Punkt hatte tatsächlich... Da hatte Manu die größte Armee. Mike hatte halt niemals viele Truppen, weil er zu viele Leibeigene hatte, wie wir auch hier sehen können. Er hat die zu spät wirklich entlassen. You did well. Your iron economy was on point. However, you do not need to immediately commit to giving everyone homestead and farm, because that does slow down the point when you get to build up your iron economy. And as we see here, at one point you forgot to release your serfs, so you did not have enough capacities to recruit a lot of troops. You had never had that many soldiers, and that was one of the reasons for the amount of resistance you faced. Ah, don't worry. You will get there eventually. I took ages. And even I don't have a very deep grasp on all of these things. Das alles gesagt, die Arbeiter hatte Shadow am meisten, weil zwischendrin schien es so, dass Mike Astro durchaus eine gute Menge hatte. Da sehen wir die Produktion. Hier sehen wir, was Eisen angeht. Mike's lief etwas später als Shadows Eisenproduktion, lief dann aber genauso gut. Wobei, vielleicht etwas schwächer, weil wir bedenken müssen, dass Shadow durchgehend noch Truppen verloren hat und nachrekrutieren muss in größerem Zustand. Aber dennoch ein ordentlicher Eisenecho. Das ist wahr, ich spiele kaum PvP. Genau genommen, außerhalb von Turnieren so ziemlich gar keins. Und daher... Und selbst für die Turniere übe ich weniger, als ich sollte. Taler. Sehr viele hatte Mike. Das Geld ist mir nicht wirklich ausgegangen. Aber er hat auch wiederum nicht so viele Truppen verloren, würde ich schätzen, weil die Armee nicht so groß war. Steine. Schwefel. Um Schwefel hat sich diesmal relativ wenig jemand gekümmert. Und Holz. 25.000 hatte Mike Astro am Ende. Diesmal hatte niemand zu viel Holzmangel zum guten Teil im Kampf. Ich glaube, das wurde hier eingekauft. So, zerstörte Gebäude, 75 durch Shadow zerstört, 74 durch Mike Astro verloren. 571 Leute hat Shadow erledigt.
Dann Germanus Virus, der ganz knapp mehr erledigt hat als Manu. Und dann Mike, der durchaus die Hälfte von dem erledigt hat, was Shadow Germanus Virus erledigt hat. Was die Verluste angeht, da liegen die größten Verluste bei Manu, der allerdings... Ja, es ist nicht zu negativ. Es ist immer auch negativ, aber nicht zu negativ. Darauf dann Mike, darauf dann Shadow und dann Germanus Virus, der die geringsten Verluste erlitten hat. Also wahrscheinlich die beste KD hat. Über alles hinweg. Dann Punkte nochmal, dann sehen wir die verdienten Ressourcen. So, Meisterschaden. Shadow. An Einheiten, Shadow direkt gefolgt von Manu. An Gebäuden, Shadow. Die Anzahl der Angriffe war die größte tatsächlich bei Germanus Virus. Seine Armee basiert zu einem sehr, sehr großen Teil auf Arbalestschützen. Und die Folge daraus ist natürlich, dass sie sehr, sehr viel... sehr viele verschiedene Angriffe machen. Die greifen halt schnell an. Die tödlichste Entität. Hörte Mike Astro. Welche Entität hat 5670 Schaden gemacht? Zwei Wellen. Ha. Mike hatte einen Erek. Das kann eigentlich nur ein Erek gewesen sein. Der hat wahrscheinlich zweimal sehr, sehr harte Wirbelschläge ausgepackt. Erek ist really murderous. Die nächst tödlichste Entität war dann... möglicherweise eine Maritime Officier, wobei könnte auch eine Kanone gewesen sein. Wahrscheinlich eine Kanone. Genau, das hatten wir. Nein, das hatten wir hier. So, die KDs. Da war es am Anfang vergleichsweise ausgeglichen, aber irgendwann hat sich die Schere dann aufgetan. Wo wir dann gesehen haben, dass das Nordteam immer positiv gekämpft hat, während das Südteam immer negativ gekämpft hat. Weil es ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu drehen war. Aber ganz am Ende ist tatsächlich Germanus Virus über Shadow. Wobei, die Höchstposition haben wir hier mit Shadow ganz oben. Und dann sehen wir das hier. Produzierte Kanonen. Shadow hat 10 Stück produziert. Und Mike hat auch ein paar produziert, ebenso wie... Manu durchaus, ich glaube, 2 gemacht hat. Das 2 Kanonen, 3 Kanonen. Wahrscheinlich ist das ungefähr die richtige Zahl. Zurückgelegte Distanz. Diese Dinge hier. Die umhergeschickt wurden. Gegebene Kommandos. Die meisten gehen an Shadow, danach Germanus Virus, dann Manu, danach Mike. Pro Minute allerdings. Hier, in diesem Moment. Da hat Shadow kurz mal 2020 Befehle pro Minute erteilt. Einfach einen absoluten Overdrive gegangen. So. Und die Gesamtpunkte. Und das, liebe Gemeinde, wäre das nächste Match. Das 5. jetzt an der Zahl. Und das 3. des Teleis Tactician tatsächlich geschlagen haben. Es stehen noch ein paar weitere an und ich bin gespannt zu sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Jetzt muss ich gleich erstmal 1 Stunde und 20 Minuten totschlagen, bis wir uns mit Minecraft befassen. Mal schauen, wie das alles laufen wird. Bis dahin allerdings bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio!